sie ja bankrott gingen, also insolvent wurden, dass sie immerhin noch im Game drin sind. Und ich ehre sie natürlich auch am Schluss von Silber, indem ich dort reingehe und ein bisschen Chaos stifte. Nein, 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 nein. Indem ich dort, ja, bete oder so. Ich weiß es nicht, was ich machen soll. Gut, wir müssen hier nach links. Irgendwo hier muss der Ding sein. Man kann leider nicht gut schauen, aber eigentlich müsste ich mich immer links halten. So weit wie möglich nach links. Eine magische Perle, okay. Und wenn man viele Quests macht, bekommen wir auch bessere Belohnungen, wie zum Beispiel Set-Teile von den Quests. Finde ich auch eine gute Idee. Aber natürlich nicht bei jeder Quest, sondern ja, vielleicht später bei 1000 ausgeführten Quests, ja. Aber am Anfang recht wenig, also fast gar nichts. Okay, hier ist der Pirat-Chef. Der Captain. Komm, wir töten ihn. Har, har, har. Und die andere kommt nicht, da jetzt kommt sie. Sie wurde wahrscheinlich getötet. Also sie stirbt nicht, weil es ein Buff ist. Aber sie kniet nieder und... Okay, war gar nicht so schwer. Sie kniet einfach so nieder und ist erschöpft. So, und hier ist das Schiff jetzt, oder? Ja. Ich hoffe, wir können es gut sehen. Da unten ist das Schiff. Ein kleines Schiff. Kleines Piratenschiff. Aber so etwas einzubauen hat schon richtig Style. Da haben die Entwickler das gut gemacht. Ich bin sowieso einer, der eigentlich Sacred immer unterstützt hat. Durch Bugfixes und so einsenden. Und in Sacred 2 habe ich leider das lange nicht spielen können und erst 2011 begonnen zu spielen, aber dann stürzte das ganze Zeit ab. Konnte da auch das Let's Play nicht weitermachen. Und 2015 war es nicht mehr so beliebt, also ich hatte sehr wenig Aufrufe und wollte dann nicht mehr weitermachen, weil es auch ein bisschen geleckt hat. Jetzt leckt es nicht mehr, ich könnte sogar bald wieder beginnen. Aber zuerst möchte ich mich auf Champions of Regnum und Minecraft konzentrieren. Und jetzt leckt es gerade. Gerade wenn ich sage, leckt es wegen Fraps. Ich werde bald switchen auf Action. Und dann leckt es hoffentlich nicht mehr. Oder vielleicht auch Shadowplay, aber bei mir stürzt es. Hat es damals im März immer abgestürzt und jetzt hoffentlich ist es gefixt. Muss ich mal ausprobieren wieder. Jo. Boah, hier sind immer nervige gelbe Gegner. Ganze Zeit nur gelbe Gegner. Das habe ich ja denke ich getroffen. Das, ne. Aha. Vielleicht sollte ich doch auf Bronze runter, weil im Originalspiel ohne Community Patch ist Bronze richtig schwach. Schlecht. Und ja, jetzt ist Silber schon zu hart. Aber ich bleibe noch, solange ich da noch recht schnell die Gegner töten kann. Bleibe ich hier noch. Muss halt dann die Hauptquest nochmals machen. Ich treffe nicht so irgendwie nicht gut die Gegner, weil es so hügelig ist. Steht mir bei, hat Angst. So. Ach schön. Kommt man da aufs Schiff durch diese Luke? Ach komm, nerv nicht. So, gut. Auch geschafft.
Ah, es ist ein Steg nach oben. Und da wieder runter. Kommen wir noch näher ans Schiff. Ich komme irgendwie nicht an den Gegner richtig ran. Muss ich bald wieder den Buff, also den temporären Buff einsetzen. Beflügeln heißt er. Sonst einfach nicht genug treffen, nicht schnell angreifen kann. So, jetzt. Geh weg, du blöde Wächter. Ich will aber noch aufs Schiff, komm schon. Wie lange geht's noch bis zum Schiff? Ah, hier, kann man hoch. So. Auch die geschafft. Da ist noch einer hinzugekommen. So, und jetzt gehen wir nach oben. Okay, da hinten. Sieht so schlecht, wo wir hin müssen. So, Delle. Da hinten haben wir nichts. Hier ist noch einer. Du bist Fischfutter, blöder Pirat. Skorbutstinker. Geh weg. Stirb. Sterbe ich noch sogar. Ich habe es extra noch ein bisschen herausgezögert, ohne Trank zu saufen. Ich wäre sogar noch gestorben wahrscheinlich, weil ich einfach nicht getroffen hätte. Natürlich, wie immer. Gegen Ende, gegen Tod, trifft man plötzlich nicht mehr und kann ihn nicht schnell genug töten und alles mögliche. Ja, richtig schöne Höhle hier. Und richtig geiles Laserschwert. Leider in grün. Ich hätte gerne ein blaues gehabt. Oder ein rotes, wenn ich böse wäre. Aber grün ist eigentlich von Anakin, oder? Nein, Anakin hat rot. Hä? Nein, der hat blau. Anakin hat, glaube ich, blau. Wie heißen die anderen? Skywalker da. Der hat irgendwie... Die haben sogar eine Kneipe hier drin gebaut. Cool. Denen geht's gut, aber leider nicht mehr jetzt, weil ich sie vernichtet habe. Ha, Piraten ausgerottet. Richtig toll, dass man sich, dass man auf der Weltkarte mal auf ein bisschen abseits gehen kann und etwas Cooles findet. Das finde ich richtig cool, dass man das Spiel nicht immer sofort beenden muss. Kann man nicht irgendwie runterscrollen. Muss ich hier rausgehen? Ja. Richtig cooles Game, also ich feiere das Game. Eines der besten deutschen Games. Und wird mir sicher noch lange fesseln, wenn ich so ein schlechtes Internet habe, kann ich das immer zwischendurch spielen. Also jeden Tag spiele ich das Spiel. Und jetzt bin ich schon Level 15, bald 16. Und komm, wir machen das Level noch. Das ist jetzt wirklich nur noch zwei oder drei Gegner. Und ja, ich werde wahrscheinlich den höchsten Charakter je machen, denn ich schaffte in Sacred 2. Bei Sacred 1 habe ich irgendwie so Level 150 oder so geschafft. Und bei Diablo 3 bin ich momentan auf 250. Plus, minus. Und so langsam stinkt mir Diablo 3 auch schon. Ich bin jetzt momentan auf der PTR, auf der Public Test Realm. Und tut dort einfach ein paar Bahnen, ein bisschen wirbeln und so. Aber oft spiele ich nicht und habe auch noch nicht ein Set komplett oder so. Doch eins habe ich, das Bulkator Set, also die zwei Schwerter, die habe ich. Aber sonst nichts. Boah, was ist denn das? Das sieht irgendwie ein bisschen anders aus als die anderen. Diese Fledermaus. Bäh, geht. Noch ein bisschen, okay, dann gehen wir noch ein bisschen weiter. Wo geht's hier raus?
Da geht's auch irgendwo raus, aber wo? Hier geht's wohin? Fragezeichen, Fragezeichen. Zu einer Kiste. Ja, bisschen Gold. 856 Gold. Oh, nun gut. Wie viel Gold habe ich schon insgesamt? 67.000. Ja, gemütlich. Also, wo geht's hier rein? Ich hoffe, es geht noch irgendwo hin. LOL. Captain der Jadefreibeute, okay. Nein, es ist wirklich die Schatzkammer der Piraten. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Er ist tot. Dann haben wir hier noch zwei. Mache ich so, dass ich beide treffe. Jo. Gemütlich hier drin. Jetzt können wir hier überall noch Sachen rausnehmen. Bisschen klauen. Ja, aber nicht so. Ein elfischer Spieß der Schätze. Ist das mit MF? Keine Ahnung. So, eben leveln, ab zuerst noch Items anschauen. Also jetzt sind wir hier drüben. Das ist schon das Ende dann. Wir kommen aber nicht drüber. Eben, Inventar aufmachen. Zaubergeschwindigkeit brauchen wir nicht. Nein, Gegnerleben absaugen. Schade. Beflügeln hätten wir. Okay, dann leveln wir. Können wir das vielleicht schon machen. Ah, Mann, falsch. Da. Also, ich habe gesagt, ich möchte einen auf Technik. Ich möchte einen auf Handeln machen und zwei auf Technikkunde habe ich mir vorgenommen. Und hier auch auf Intelligenz. Leider können wir hier noch nicht. Also, wir brauchen noch ein paar. Also, wir brauchen jetzt eigentlich bis da oben, oder? Zugewiesene Fertigkeitenpunkte, okay. Ja. Okay. Also, Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Part im Let's Show von Sacred 2. Tschüssikowski, Leute. Bye.